Hier finden am Volkstrauertag Aufmärsche von Personen in Uniform statt, historischen Uniformen, aber auch Bundeswehruniformen. Und die Teilnehmer beklagen sich, gedenken an die Helden der Weltkriege. Und das können wir nicht akzeptieren. Der Zweite Weltkrieg hat 60 Millionen Opfer gefordert. Und wir wissen, spätestens seit der Wehrmachtsausstellung, die Hannes Herr verantwortet hat, über die Verbrechen der Wehrmacht, die Auslöschung der Juden im Osten, die Verbrechen in Italien und in Griechenland und in vielen anderen Ländern. Die Partnerschaft Liepaja von Darmstadt, da wurde am Strand 6.000 Juden erschossen. Ja, das sind keine Heldentaten, das sind Verbrechen und die müssen benannt werden. Das Denkmal ist geschaffen worden 1927 von Wolfgang Jobst und das war also dann erweitert worden 1947 um die Verbrechensorte des Zweiten Weltkrieges und damit ist das Denkmal, wie der Wilder gesagt hat, endgültig ruiniert. Wir wollen nicht, dass das Denkmal verschwindet, aber wir wollen, dass da eine Tafel angebracht wird, die auf die Verbrechen der Wehrmacht hinweist.